warum will jemand dieses funktionierende System immer wieder ändern? Ja, wir geben ein System vor, so ein bisschen wie bei McDonald's, dann kannst du auch nicht heute sagen, ey, das M auf dem Dach, das gefällt mir nicht mehr, ich mache jetzt einen Dönerspieß hin, weil ab und zu sagt mir einer, Döner wird auch gern gegessen. Also wir kaufen keine vermieteten Wohnungen. Das beste Steakhaus in einer veganen Stadt aufbauen, es wird nicht funktionieren und genauso machen wir es auch, wir gucken erst, wo es bedarf, was wird da gekauft. Ich bin hier gerade nochmal mit der Ramona hier in einer unserer Business Apartments. Ihr seht hier so eine kleine Küche hinter und einen kleinen Tresen hier. Ramona, ich habe eine Frage. Du machst ja unheimlich viel Kundensupport und hilfst unseren Teilnehmern bei den verrücktesten Sachen. Und wenn ich das immer höre, was die manchmal für Probleme haben, denke ich, wow. Was haben die immer so? Mit was kommen die zu dir? Mit allem Möglichen, also mit sehr kuriosen Sachen. Ich sage, Oliver gibt ja sein System vor. Oliver sagt Schritt für Schritt, was unsere Teilnehmer machen sollen. Ja, ich habe es letztes Mal noch gehört, da sagte auch ein Teilnehmer, was kann er nicht angehen, dass jeder Zweite fragt, oh, ich mache mal eine andere Farbe. Warum will jemand dieses funktionierende System immer wieder ändern? Ja, das ist eben, wir geben ein System vor, so ein bisschen wie bei McDonald's, dann kannst du auch nicht heute sagen, ey, das M auf dem Dach, das gefällt mir nicht mehr, ich mache jetzt einen Dönerspieß hin, weil ab und zu sagt mir einer, Döner wird auch gern gegessen. Ja, dafür kauft man kein System, dafür kauft man kein McDonald's-Franchise zum Beispiel. Und dann haben wir eben die verrücktesten Sachen. Natürlich machst du auch eine Analyse mit den Leuten, wenn die bei uns in der Business Class sind, was kriegen sie dann von dir? Also was wir unseren Business Class Teilnehmern anbieten, ist ja die Standortanalyse, weil ganz viele sind sich einfach unsicher in der Akquise. Die wissen nicht, was wird in meinem Ort gesucht. Wo, auf welche Immobilienart soll ich mich fokussieren? Ja. Und ja, da helfen wir unseren Teilnehmern bei. Genau, und das ist ja die Grundlage. Wie gesagt, wir kaufen für den Suchkunden ein und wir kaufen nichts irgendwo blind, nur weil es billig ist. Wir gucken ganz genau, was will der Suchkunde, was kann der ausgeben, was hat er für einen Bedarf an Wohnraum. Und natürlich auch, welchen Zustand favorisiert. Er ist ja bereit, auch ein bisschen mehr zu bezahlen, weil wir, wie gesagt, unsere Wohnungen natürlich auch sehr, sehr gut herrichten, bezugsfertig, schlüsselfertige, gebrauchte Wohnungen eben anbieten. Und das ist eben wichtig. Und da kommen auch oft Fragen, ne? Welche Ausstattung brauche ich da? Was muss ich machen? Und. Die verrücktesten Sachen. Was ist das sonst so dein Gebiet? Hast du eine kuriose Geschichte, sage ich mal so? Oft sind so Fragen wahrscheinlich, die dann an Support gehen. Soll ich auch eine Wohnung kaufen, wenn die vermietet ist? Na? Das machen wir ja nicht. Nee, Oliver sagt dann direkt natürlich nicht. Also wir kaufen keine vermieteten Wohnungen. Ich habe es jetzt auch gerade erst wieder einen sehr frisch gestarteten Teilnehmer. Der hat sich eine Einzimmerwohnung rausgesucht. Die wird von einem Makler angeboten. Er findet die super günstig. Ja, aber es hat ja auch einen Grund, warum der Makler diese Wohnung zu dem Preis anbietet. Ich habe dann mal für ihn geschaut und habe dann auch gemerkt oder schnell gesehen, in den letzten 12 Monaten wurde genau in dem Bereich eine Vierzimmerwohnung verkauft. Ja. Ja, jetzt weiß man auch, warum die Einzimmerwohnung so günstig ist. Ja. Und das ist natürlich, die Marktrecherche ist das A und O. Das ist absolut Risikomanagement, was du betreiben musst als Händler. Du kannst nicht das beste Steakhaus in einer veganen Stadt aufbauen. Es wird nicht funktionieren. Und genauso machen wir es auch. Wir gucken erst, wo es bedarf, was wird da gekauft und was ist da auch finanzierbar dann für die Leute? Und wenn es da nicht klappt in deinem Ort, vielleicht bist du in einem Ort, wo du noch 20.000 Einwohner hast, da kannst du kein System aufbauen, was immer wiederkehrend die gleiche Systematik hat. Und das bringen wir ja den Leuten bei, dass sie immer wieder das Gleiche machen. Dann brauchst du nicht immer wieder neue Handwerker suchen, du brauchst ja nicht immer wieder das Material anders aussuchen und so weiter. Ja, all diese Sachen, dafür kaufst du ein System oder lernst ein System, damit du das professionell umsetzen kannst. Und wie gesagt, wenn du nicht weiterkommst, ich bin ja sowieso mal da, wir haben 7 Calls die Woche und Ramona ist ja auch jeden Tag da, um den Leuten zu helfen, gerade bei solchen technischen Sachen, Einrichtung unserer Dealfinder-Software, ja, dann Marktberichte zu recherchieren, all diese Sachen. Und das gehört einfach dazu, ja, das ist das Risikomanagement. Wir wollen die Leute erfolgreich machen, wir verkaufen Erfolg. Und wenn die Teilnehmer von uns erfolgreich sind, ja, dann sind wir auch erfolgreich. Und das ist natürlich der Sinn dabei. Wir feiern jeden Erfolg, ne? Aber wirklich, wir feiern wirklich jeden Erfolg aus der Community. Weil deswegen, ja, sind die Leute ja bei uns, um Erfolg zu haben. Ja. Oliver sagt auch immer, er arbeitet mit Machern. Also wenn du bereit bist zu machen und wirklich im Immobilienhandel
erfolgreich sein möchtest, dann komm zu uns. Ja, du kriegst ein System an die Hand, was du immer wieder nutzen kannst. Die Prozesse stehen, Checklisten, alles ist dabei. Wenn du dem folgst, dann kannst du wenig falsch machen. Die Motivation und die Disziplin muss natürlich da sein, damit du wirklich diese Sachen umsetzt. Und viele sagen immer, was sagt Arthur immer? Haas? H-A-O, hör auf Olli. Weil dieser Tipp, das ist ja auch seit dem Summit der beste Tipp für alle, weil es wird günstiger oder es wird nicht so teuer, wenn man auf Olli hört, weil die meisten haben ja tiefer in die Tasche greifen müssen, wenn sie mal nicht auf ihn gehört haben. Ja, und das ist auch wiederum bei einem System so, ich kann es nicht oft genug wiederholen, ihr kriegt was an die Hand, was bei mir schon über 30, 35 Jahre funktioniert. Natürlich gibt es andere Möglichkeiten auf dem Immobiliensektor, wo du Geld verdienen kannst, aber konzentriere dich erstmal auf diese eine Sache, versuche dich da reinzuarbeiten in das Immobilienhandelsbusiness, weil die Grundlage für alle anderen Sachen ist ja das Fix und Flip, der Immobilienhandel. Du machst Marktrecherche, zumindest solltest du es so machen, Risikomanagement, du weißt genau, was wird gesucht, ob du später vermieten möchtest oder verkaufen möchtest. Aktuell haben wir einen großen Schub an kleinen Mehrfamilienhäusern, 4 bis 8 Wohnungen, Mehrfamilienhäuser, was auf den Markt kommt. Da musst du natürlich richtig Bescheid wissen und das geben wir eben dir auch an die Hand. Aber es bleibt beim Handel. Ja? Die Grundlage ist die Marktrecherche, die Marktanalyse, die Immobilienanalyse, Due Diligence bei den Immobilien selber. All diese Sachen, das gehört dazu. Das machst du wahrscheinlich nur einmal oder die ersten 3, 4, 5 Monate. Dann bist du im Markt, dann kennst du dich aus. Dann bist du ein Experte in dieser Nische. Und alles andere, wie Monteurwohnung vermieten oder so, lass es weg. Du willst doch richtig Geld verdienen. Was bringen dir 300, 400, 500 € im Monat, wenn du doch in der gleichen Zeit eine Immobilie kaufen, renovieren und verkaufen kannst, wo du vielleicht 30, 40, 50.000 dran verdienst? Ja? Also nimm den Gewinn mit, mach's nochmal, dupliziere dein System und verdiene viel, viel mehr. Und im besten Falle verdienst du mehr als der Bundeskanzler. Vielleicht nur mit 6 Deals, haben wir oft. Ja, wir haben jeden Tag Erfolgsmeldungen bei uns in den Gruppen, wieder was verkauft, wieder was verkauft, wieder was verkauft und alle feiern das und da fliegen die 6 Flaschen als Erfolgsmeldung. Macht einfach Spaß, oder? Ganz, ganz klasse. Ja, wenn dich das alles interessiert, ja, dann melde dich einfach bei mir, lass uns mal ein Gespräch machen, ob genau das, was ich eben den Leuten beibringe, auch für dich passt in deiner Stadt. Und würde mich freuen, wenn ich dich dann persönlich kennenlerne. Dein Olli, bis dann. Bye.